الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Meine lieben Geschwister, heute wollen wir unsere Serie Die Wege des Scheitan bzw. die Methode des Scheitan fortführen. In diesem Zusammenhang wollen wir heute die Wege bzw. die Methode des Scheitan erkunden, denn der Scheitan will, dass die Menschen mit ihm darauf gehen, damit sie in die Irre geführt und vom Recht, von der Rechtleitung und vom Guten entfernt werden. Dies spiegelt sich darin, meine Geschwister, dass die Anbetung für etwas anderes ausgeführt wird als für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, um ihn anzubeten, so wie er subhanahu wa ta'ala sagt. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Dies bedeutet, dass der Mensch die Anbetung einzig und alleine für Allah subhanahu wa ta'ala ausführt. So dürfen sie, also die Menschen, keine derartige Anbetung für andere, außer für Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Darum, meine Geschwister, sandte Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten zu ihren Völkern, um die Bedeutung zu bekräftigen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Meine Geschwister, doch die Schayatin sind gekommen und haben die Menschen von dieser großartigen Bedeutung abgehalten und sie dazu gebracht, die Tore des Schirk zu betreten, um einiges von den Anbetungen an andere außer Allah subhanahu wa ta'ala auszuführen. So wird in einem Hadith berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe meine Diener als Hunafa, als eins erschaffen, mit einer natürlichen Neigung zu der Anbetung Allahs, doch es ist der Scheitan, der sie abwendet, berichtet von Muslimen. Ja, die Schayatin sind zu ihm gekommen, yani zu den Menschen, und haben ihn dazu gebracht, sich von der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala abzuwenden, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht den Scheitan dienen sollt, gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Ja, meine Geschwister, dieser ist ein wahrer Feind. Seine Feindseligkeit ist klar und deutlich, nämlich, dass er für uns nichts Gutes wünscht. Aus diesem Grund ist es sein Wille, uns von dem wichtigsten bzw. höchsten Aufenthalt fernzuhalten. Und dies ist der Aufenthalt der Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala, den einzigen. Ibrahim alaihi salam, unser Vater, sprach zu seinem Vater und sagte vor diesem Feind warnend, Ya Abati, la ta'budi shaitan, inna shaitana kana lirrahmani asiyya. O mein lieber Vater, diene nicht dem Scheitan. Gewiss, der Scheitan ist gegen den Alabama widerspenstig. Dieser Feind, meine Geschwister, will die Menschen davon abhalten, über die Fähigkeit und die Macht Allah subhanahu wa ta'ala nachzudenken, über die gewaltige Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, welche die Menschen dazu veranlasst, die Anbetung einzig und allein für Allah auszuführen. Ist nicht Allah der Allnützliche? Ist Allah nicht der Allgebende? Ist Allah nicht derjenige, der das, was er will, von seiner Güte verhindert? Wenn die Angelegenheit so ist, wie kann uns unser Feind, der verfluchte Scheitan, von unserem Herrn
dem Erhabenen abwenden und uns dazu bringen, unsere Anbetung für andere außer für Allah subhanahu wa ta'ala durchzuführen. Das Gebet, meine Geschwister, ist eine Anbetung, so führen wir sie nicht für andere aus, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Das Dua ist eine Anbetung, so führen wir sie nicht für andere aus, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Der Scheitan, meine Geschwister, will von den Menschen, dass sie ihre Anbetung des Verrichten des Dua für einige Geschöpfe ausführen, selbst wenn sie zu den Propheten, den rechtschaffenen Menschen oder Engel gehören. Die Anbetung gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie darf für niemandem ausgeführt werden, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir erwidern niemals den Ruf unseren Feinds, des verfluchten Scheitan, der von uns will, dass wir ihn anbeten oder die Anbetung Allahs für andere ausführen als für Allah subhanahu wa ta'ala. Wer auch immer das sein mag, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meine Geschwister, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätte gehören durch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die Allah einzig und alleine anbeten und den Ruf des verfluchten Scheitan nicht erwidern, der von uns will, dass wir zu den Mushrikin gehören, nämlich zu denjenigen, die die Anbetung für andere ausführen, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle samt zur Rechtschaffenheit führen und dass wir das Rechte erkennen und befolgen und das Falsche erkennen und meiden. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.